euch, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge der Reihe Jiddisch für Anfänger oder von Masel bis Schlamassel. Unser heutiges Thema: Zeit zu Hause. Corona hat uns alle fest im Griff und niemand weiß, wie es weitergeht. Eines ist aber sicher: Die nächsten Abende verbringen wir alle zu Hause. Und so werde ich Ihnen heute einige Ideen liefern, was man so alles zu Hause machen kann. Natürlich auf Jiddisch, schließlich wollen Sie ja was lernen. Als ich nach Österreich kam und die deutsche Sprache zu lernen begann, fielen mir recht schnell schon zwei Begriffe auf, mit denen ich bis heute, 45 Jahre in Wien, noch immer nichts anzufangen weiß. Erstens, die Zeit vertreiben. Was heißt Zeit vertreiben? Statt froh darüber zu sein, dass man etwas Zeit hat, will man sie vertreiben. Wohin und für wie lange und warum überhaupt? Aber noch schlimmer finde ich die Redewendung, die Zeit totschlagen. Also entschuldigen Sie, die meisten Menschen beklagen sich darüber, dass sie zu wenig Zeit haben. Für sich, für ihre Kinder, für ihre Freunde. Und da will man die Zeit totschlagen? Also wirklich, ich begreife es nicht. Da wäre es doch wirklich, so wie es der Wiener sagt, schaut um die Zeit. Aber sei es drum, wir lernen ja heute Jiddisch und nicht Deutsch. Fangen wir also mit der Überschrift an. Die Zeit verbringen, nicht totschlagen, verbringen. Verbringen die Zeit in der Heim. Verbringen die Zeit in der Heim. Ja, aber womit denn? Naja, naheliegend wäre zum Beispiel das, was Sie gerade tun, nämlich soziale Medien aufsuchen. Besuchen die soziale Medie. Besuchen die soziale Medie. Aber natürlich gibt es auch ohne Internet einiges zu Hause zu tun. Zum Beispiel das Haus, die Wohnung aufräumen. Gute Idee, oder? Aufräumen das Haus, die Tiere. Aufräumen das Haus, die Tiere. Oder sich ein feines Mittag- oder Abendessen kochen. Kochen sich a feinem Mittag- oder Nachtmahl. Kochen sich a feinem Mittag- oder Nachtmahl. Ein Glas Wein trinken. Trinken a Gläsel Wein. Trinken a Gläsel Wein. Man kann aber natürlich auch produktiv sein. Zum Beispiel ein Bild malen. Maljewen a Bild. Maljewen a Bild. Oder zur Abwechslung mal mit den Nachbarn streiten. Kriegen sich mit de Schienem. Kriegen sich mit de Schienem. Apropos Nachbarn. Es ist Nacht. Moische geht im Schlafzimmer unruhig auf und ab. Seine Frau Golde fragt ihn nach einer Weile. Moischele, mein Lieber, warum kommst du nicht ins Bett? Was quält dich denn so? Sagt Moische darauf. Ach, du weißt doch, ich habe von unserem Nachbarn von Itzig 1.000 Rubel vor einem Jahr geborgt. Und morgen ist die Frist vorbei, da muss ich das Geld zurückzahlen. Aber ich habe es nicht, die Geschäfte gehen doch so schlecht. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wie, du weißt nicht, was du tun sollst? Fragt Golde. Ich zeig's dir gleich. Golde steht auf, öffnet das Fenster und schreit hinaus in die Nacht. Itzig! Itzig, hörst du mich? Itzig! Auf der gegenüberliegenden Seite geht ein Licht an, ein Fenster öffnet sich und Itzig ruft ganz verdutzt herüber. Ja, was ist denn? Itzig, ruft Golde. Mein Mäusche schuldet dir doch 1.000 Rubel. Aber er hat sie nicht und wird sie dir so bald auch nicht zurückzahlen können. Damit schließt sie das Fenster, löscht das Licht und sagt zu Mäusche. So, mein Lieber, jetzt soll er im Zimmer auf und ab gehen und du komm zu mir ins Bett und schlaf ruhig. Gehen wir weiter. Was fällt uns noch ein? Zum Beispiel ein gutes Buch lesen. Lehnen a gut Bichl. Lehnen a gut Bichl. Ein Kreuzworträtsel lösen. Machen a Kästl rettenisch. Machen a Kästl rettenisch. Kästl rettenisch, wörtlich übersetzt ein Kästchen-Ratespiel oder Kästchen-Rätsel. Oder Sie machen das, was mein Enkel gerade tut. Nämlich Fagott spielen lernen. Lernen sich
zu spielen Affenfagott. Lernen sich zu spielen Affenfagott. Und wenn es Ihnen so geht wie mir, dann haben auch Sie tausende Bilder, die noch nicht in Alben sortiert sind. Jetzt wäre die passende Zeit dazu. Sortieren alte Fotografies in Albumen. Sortieren alte Fotografies in Albumen. Und wenn das noch immer zu wenig ist, da könnte sich einen Hund kaufen und mit ihm spazieren gehen. Käufen sich ein Hund und gehen mit ihm spazieren. Käufen sich ein Hund und gehen mit ihm spazieren. Oder ganz einfach fernschauen. Gucken Televisie. Ja, wenn Ihnen noch etwas zu diesem Thema zu Hause einfällt, schreiben Sie mir. Nächstes Mal geht es endlich um das Thema Schlemazel. Also bleiben Sie uns treu. Und als Zugabe gibt es heute das Lied A Gläserle Lechaim, gesungen vom großartigen Michail Alexandrowitsch, über den es nach dem Zerfall der Sowjetunion hieß, er und nicht das große Waffenarsenal sei das bestgehütete Geheimnis der UdSSR gewesen. Und ich verabschiede mich von Ihnen, wie gewohnt, mit dem jiddischen Abschiedsgruß. Seid gesund und freue mich schon jetzt auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, von Masel bis Schlemazel. A Gläserle Lechaim, es schad nit nemen heim, wenn men sieht's bei unter dicken Tisch. A Gläserle Lechaim, vor Freundschaft und vor Freund, men soll ständig nur munter sein und frisch. A Gläserle Lechaim, vor alt und jung, wo sitzen da, vor jedern besonder, wo seinen Heint mit uns nit da. A Gläserle Lechaim, dem Becher voll mit Wein, vor der Sonne, sie soll ständig mit uns sein. Gläserle Lechaim, mein Toast wird sein Azin, nur auf Simches bei jeder Funai. A Gläserle Lechaim, vor Mutter und vor Kind, als mit Naches die Mame soll sein Reich. A Gläserle Lechaim, nicht obstehen soll von euch die Schein, kein schwarzer Tag im Leben, in der Mischpoche soll nicht sein. Gläserle Lechaim, ich soll's trinken gedei, wenn man setzt sich mit Freund und das Nei. A Gläserle Lechaim, vor unser schöner Land, über uns soll der Himmel gucken rein. A Gläserle Lechaim, ich wünsch euch noch ein Land, mit der Schmeichel auf die Lippen sollt ihr gehen. A Gläserle Lechaim, begleiten soll uns ständig Fred, mit Leibliche und Monte, wenn soll kein Mal nicht sein zu schäd. A Gläserle Lechaim, vor alles was uns behält und verschonen auf Gott der ganzen Welt.